Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich mache täglich, wöchentlich und auch monatlich Videos zu den aktuellen Trends. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, bei mir jetzt direkt zu abonnieren. Beginnen wir aber nun auch schon mit dem ersten Thema. Zwei Tote in Kiel und SEK im Einsatz. Es gibt einen Verdacht auf Amoklauf im Kiel. Es heißt, dass man zu Hause bleiben soll, klar, und dass aktuell im Stadtgebiet sowie im Umland gefahndet wird. Es soll allerdings keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit bestehen. Es heißt, dass es womöglich eine Beziehungstat sei. Die Polizei findet im Haus in Dänisch-Hagen zwei Tote, eine Frau und ein Mann. Hoffen wir also, dass der Täter bald gefasst wird. Es soll wohl eine Affäre um eine Doktorarbeit gegeben haben. Jetzt tritt die Dame Franziska Giffery aus der SPD zurück. Giffery hatte der SPD mehr Bürgernähe in diesem schwierigen Wahlkampf gegeben und den höheren Stellenwert von Familienpolitik für die Partei glaubhaft belegen können. Das weitere Warten auf das Ergebnis der Prüfung ihrer Doktorarbeit und naja, damit die ständigen Debatten um ihren Titel hätten politische Angriffsfläche gegeben. Naja, nun tritt sie zurück. Bitcoin ist nun nahe der 30.000 Euro Marke. Der gesamte Kryptomarkt macht jetzt gerade eine krasse Kurve nach unten. China wehrt sich nämlich gegen die Kryptowährung. Ein neuer Erlass der National Internet Finance Association of China, der China Banking Association und der Payment and Clearing Association of China vom Mittwoch ist nämlich nun da. Das heißt beispielsweise, dass die Regierung sogar die Verwendung der Mittel auf bestimmte Zwecke oder Summen beschränken und damit die finanzielle Unabhängigkeit der Bürgerinnen und Bürger vollkommen beseitigen kann. Musstest du nun auch durch China dicke Verluste einstecken? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Solltest du alles ein bisschen geschaut haben, dann schreib mir auch gerne ein Hashtag Trend als Kommentar. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Ciao!